Mahlzeit, ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es um ein emotional topic. Zuallererst möchte ich sagen, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, wie man meinen mag, sondern das Gegenteil von Liebe ist Angst. Ich höre von Jüngeren sowie von Älteren, ich habe den Satz gehört, von 15-Jährigen sowie von 35-Jährigen und von 55-Jährigen immer wieder den Satz, ich habe ihn kennengelernt und jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da meine Gefühle investiere. Catherine Hepburn hat mal gesagt, Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. In dem Moment, wo du darüber nachdenkst, ob du Gefühle investieren solltest, passiert Folgendes. Du überlegst dir, ob du bereit bist, Gefühle zu investieren, weil du guckst, lohnt es sich? Bekomme ich dafür etwas zurück? What's in it for me? Liebe ist aber, wie Catherine Hepburn schon gesagt hat, nicht das, was wir erwarten zu bekommen, sondern das, was wir bereit sind zu geben. In dem Moment, wo du darüber nachdenkst, ob es sich lohnt zu investieren, bist du bedacht auf das, was zurückkommt. Und das ist keine Liebe, das ist Ego. Man kann sagen, es ist eine Art Selbstschutz. In dem Moment, wo du dich nicht komplett öffnest, wie man ja sagt, Gefühle investieren, mich komplett öffnen, mich angreifbar machen, in dem Moment, wo du sowas wie eine Maske davor hast und dich nicht komplett so zeigst, wie du bist, hat es einen vermeintlichen Vorteil. Dich kann keiner wirklich verletzen. Denn selbst in dem Moment, wo du von deinem Gegenüber eine Abweisung bekommst, wo dein Gegenüber dich nicht will, wo dein Gegenüber dich nicht toll findet für das, was du bist, hast du hier die Ruhe weg. Denn du kannst sagen, beziehungsweise all das läuft unterbewusst ab, das sind unterbewusste Muster, das denkst du nicht wirklich, aber was passiert ist, mein Gegenüber wollte ja nicht wirklich mich. Ich bin ja viel mehr als das, was ich gezeigt habe. So, da wäre ja noch viel mehr drin gewesen. Mein Gegenüber weiß gar nicht, was er verpasst. So, die Ablehnung, die kam, war die Ablehnung gegenüber der Maske, die du gezeigt hast. Nicht gegenüber dir selbst. Dieses Problem bei der Herangehensweise ist, das, was du erntest als Reaktion, ist oftmals nicht wirklich die Reaktion auf das, was du wirklich bist, sondern eben das, was du proaktiv provoziert hast, die Reaktion auf das, was dein Gegenüber sieht. Sprich, die Reaktion auf deine Maske. Wie kannst du erwarten, dass dein Gegenüber dich für das liebt, was du wirklich bist, wenn du ihm nicht die Möglichkeit gibst, das zu zeigen, was du wirklich bist, weil du dich zurückhältst emotional, weil du nicht investierst? Du kannst deine Gefühle nicht investieren, du musst deine Gefühle verschenken. In dem Moment, wo du dich vollkommen öffnest, wo du alles rausgibst, was passiert, wenn du dann abgelehnt wirst? Das ist kein Problem. Denn die Schmerzen, die bei dir verursacht werden, aufgrund der Ablehnung, die entstehen nicht wirklich, weil du alles gegeben hast, weil du dich komplett geöffnet hast, weil du Gefühle investiert hast. Die entstehen lediglich aufgrund deiner Erwartungshaltung, aufgrund dem, was du dafür zurückverlangt hast. Ich gebe, dann möchte ich aber auch, dass sich das lohnt. Dann möchte ich aber auch was Dementsprechendes zurück. Die Erwartungshaltung verursacht den Schmerz, nicht das Investieren von Gefühlen. Das ist die Grundvoraussetzung für jedes Kennenlernen und für jede funktionierende Beziehung. Stell dir vor, da sind zwei mögliche Szenarien. Szenario 1. Du lernst deine Traumfrau kennen oder deinen Traumpartner und du hältst dich zurück. Du zeigst nicht wirklich das, was du in deiner Fülle bist. Du gibst nicht wirklich alles, was du geben kannst, sondern du zeigst nur einen Teil von dir. Du gehst den vorsichtigen Weg. Du lernst die Person nicht kennen, um zu gewinnen, sondern eher, um nicht zu verlieren. Was passiert in dem Moment, wo du abgelehnt wirst?
Du kannst sagen, ja, die Person wollte ja nicht mich wirklich nicht, sondern meine Maske nicht, unterbewusst. Ja, aber was hast du dadurch gewonnen? War dein Ziel beim ursprünglichen Kennenlernen wirklich dein Selbstbild aufrechtzuerhalten oder war das Ziel, eine Person kennenzulernen, die dich liebt für das, was du wirklich bist? Nehmen wir Szenario 2 an. Du lernst eine Person kennen und offenbarst dich komplett für all das, was du bist, für deine Werte, für das, was du gut findest, für das, was du nicht gut findest. Du hältst nichts zurück, du gibst alles, was du hast. Und die Person will dich. Glückwunsch. Dann will diese Person wirklich das, was sie in dir gesehen hat, das, was du wirklich bist. Jetzt stell dir vor, du gibst alles, was du geben kannst, du investierst alles, was du investieren kannst und die Person will dich nicht. Dann hast du nichts verloren, denn du hast alles versucht. Entweder du bekommst genau das, was du willst, oder du kannst dir nicht vorhalten, nicht alles versucht zu haben, weil du vorgegeben hast, etwas zu sein, was du nicht wirklich bist. Wie man es dreht und wendet, es gibt keinen plausiblen Grund dafür, nicht deine Gefühle zu investieren. Beenden möchte ich dieses Video mit dem Appell, sei mutiger. Sei mutiger, all das zu geben, was du hast, all die Liebe zu geben, die du hast, erwarte nichts dafür zurück, sondern tu das, weil du so bist. In deinem tiefsten Inneren bist du wahrscheinlich eine Person, die unglaublich liebenswert ist. Aber keine Person wird das je erfahren können, wenn du dich so lange zurückhältst, wie du dein Gegenüber testet, ob er es wert ist, das wirklich zu zeigen. Denn dann bist du manchmal schneller weg, als dass du die Möglichkeit hattest, dass dein Gegenüber deinen wahren, wundervollen Kern erkennt. Und das wäre zu schade. Wenn du das nächste Mal jemanden kennenlernst, dann präsentier dich voll und ganz so, wie du bist und warte ab, was passiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würdest du mir unglaublich helfen, wenn du das Video teilen würdest, wenn du das Video Freunden weiterschickst, wo du denken würdest, Mensch, für sie oder für ihn könnte das auch ein interessantes Thema sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, adios.